Wir sind die lustigen Fleischhacker. Das löst gar nichts. Doch. Okay. Ich habe ein Starthilfekabel und weiß nicht, was ich damit tun soll. Die Kinder sind alle doof. Das Kürbisfeld ist gefährlich. Die Vögel da hätten mir fast die Augen ausgehackt. Die hätten mich um ein Haar umgebracht. Ich hab Ihnen doch gesagt, dass diese Vögel furchtbar sind. Mutti füttert sie mit speziellen Kürbissamen und dafür beschützen sie, wenn sie sich ausruht. Mutti sagt, dass die Vögel uns so lange vertreiben, bis sie wieder ausgeruht ist. Ich weiß Bescheid über deine Mutter. Ich hab gesehen, dass sie kein Mensch ist. Verstehst du nicht, was sie... Mutter ist gut. Mutter ist für uns die Erlösung. Mutter beschützt uns vor dem Fleisch, das uns bedroht. Das Fleisch muss getötet werden, damit die Setzlinge wachsen können. Wir sind alle Muttersetzlinge. Fleisch? Wovon redest du nur? Mutter wird uns alle so gut machen wie sie selbst. Sie sagt, dass unsere Körper nichts als Höhlen voll von krankem Fleisch sind und dass sie dafür sorgt, dass aus uns was Besseres wird. Ich kann's kaum erwarten. Aus mir wird sicher eine schöne Rose. Warum würdest du eine Rose sein wollen? Rosen können nicht mit einem Springseil oder Tic-Tac-Toe spielen. Sie... Ich will endlich hübsch sein, Max. Ich bin so leid, fett und hässlich zu sein. Alle machen sich über mich lustig. Aber sobald Mutti wieder wach ist, werde ich die Hübscheste von allen sein. Das werden sie schon sehen. Aber das brauchst du doch gar nicht. Ich dachte, sie wären nett, aber sie sind auch nur wie alle anderen. Sie wollen, dass ich immer und ewig fett und hässlich bleibe, damit sie sich lustig machen können über mich. Sie sind auch nur einer von diesen gemeinen Erwachsenen. Lassen Sie mich doch endlich in Ruhe. Okay. Ich weiß nicht, ist es mein Ziel, mit allen zu reden, auf dass sie mich nicht mehr mögen oder was? Ich weiß es echt nicht mehr. Was ich hier machen soll noch. Billy ist ein Verlierer! Billy ist ein Verlierer! Spielst du nochmal? Kann ich mich noch auf so ein Ding setzen? Und es kaputt machen? Und mitnehmen? Macht Spaß! Die anderen sollte ich auch noch versuchen! Okay. Achso. Tja. Jetzt geht mir doch glatt absolut die Idee aus. Ja, alles klar. Ein Vogel, Vögel, nein. Ja. Der mag ja auch nicht mehr mit mir reden, der ist ja auch doof. So. Da die Welt gegen mich zu sein scheint, ist der nächste Bereich mal gar nicht so blind. Nein, ich habe es nirgends nachgeschlagen, was zu tun war. Ich habe nur gedacht, ich nehme es auf. Und habe auch auf Aufnahme gedrückt und hatte auf Fraps gestartet. Aber Fraps hat sich entschieden. Nein! Ist okay. Und als ich dann mal so die Aufnahme unterbrach, um ein kleines Päuschen einzulegen, habe ich gesehen. Oh. Ein Schraubenschlüssel. Bereitgestellt von... Na danke, Mutter. Den nehmen wir gern. Ja, dadurch weiß ich halt jetzt, was so zu tun ist. Oh, keine Sorge, ich spoilere euch trotzdem nicht. Es ist nur halt ein bisschen blöd. Gerne würde ich jetzt den Schraubenschlüssel mit dem Kind benutzen. So. Mit dem Schraubenschlüssel können wir was ganz Tolles machen. Den wunderbaren Gummischlauch, den wir seit Ewigkeiten versuchen zu... Ein Start. Können wir damit losschrauben. Okay. Na also. So. Damit können wir... Entschuldigung. Logischerweise Benzin aus dem Auto lassen. Aber bevor wir das tun, tun wir was anderes. Der Stein sieht verdächtig aus. Ein Stein.
Ja. Ein Stein. Den benutzen wir mit der Glocke, denn sonst kann man die ja nicht mehr läuten. Das sollte Aufmerksamkeit erregen. Guck mal, wer da gelaufen kommt. Na, na, na. Oh Gott, das war viel Sucherei, das mal rauszukriegen. Ich meine, den Stein mal zu sehen oder so. Das mit dem Gummischlauch, dem Benzin und alles kein Thema. Auch was man danach tun muss, eigentlich nicht schwierig, aber eine Angel. Genau daran zu kommen, das hat mich genervt und aufgeregt. Starthilfe. Ja. So. Und so. So. Denn das brauchen wir jetzt. Ganz toll. So. Aber bevor wir das Benzin einsetzen, hören wir diesem nervigen Kind zu. Nein. Das ist ja. Bevor wir all dies haben. Ich meine, er sagt es ja schon eigentlich. Geh daran vorbei, dann. Ist es denn? Er sagt es ja im Prinzip schon, wenn wir hier draufklicken. Ein Metallkreuz. Wie fische ich das da nur raus? Ja, und das Fischen ist ja ein Hinweis genug. Ja! Wie gesagt, alles nicht schwierig, bis auf die Sache mit dem Stein. Finde ich. Also, den Stein zu sehen war jetzt nicht so. So einfach gegen dich zu gewinnen. Da weiß ich gar nicht, ob du überhaupt noch da bist. Das ist es, dass du noch da bist. Wenn ich ein bisschen Klebeband hätte, würde ich dir den Ball ins Maul. Ich würde einen Ballgag improvisieren. Nicht mehr. So, wir haben alles, was wir brauchen. Dieser Stein muss die Quelle allen monströsen Pflanzenlebens sein. Sieht metallern aus. Ja, und wenn er die Quelle ist, ist er mit Mutter verkoppelt. Und da wir Mutter nicht mögen, rammen wir das da rein. Der, wissen wir ja, braucht Sprit. Dann schmeißen wir den an. Ja, er läuft. Stopp. Nein, geh mit dem Schritt auf Seite. Genau. Stopp. Na, Mutter, magst du uns noch was sagen? Ja, auf Wiedersehen. Das trifft's. Bist nicht die erste dicke Schlampe, die sich Mutter nennt, die gebritzelt wird. Von mir. Nicht von hier. Kannst du mal Hydra fragen, wie es sich so anfühlt? Bye bye! Da! Die Kinder sind frei von dir! Nicht so enthusiastisch! Gucken wir uns nochmal an. Na gut, Hydra ist nur tot umgefallen. Die ist gleich geplatzt. Aber naja. Und schon ist der Ort massiv aufgewertet. Keine nervigen Kinder mehr. Oh. Zu schön. Also gut. Hier lässt sich jetzt auch nichts mehr finden. Aber hier. Danke, dass du uns befreit hast, Max. Jetzt, wo die Mutter vernichtet ist, benehmen sich alle Kinder langsam wieder normal. Sie sind durch den Tunnel gegangen, um sich dem Rest der Welt anzuschließen. Ich habe auf dich gewartet. Ja, aber wohin gehen wir? Das merkst du früh genug. Auf den Hof und in die Kirche zum Beispiel. Max! Ich bin's! Morgan!
Na, Ben. Ich bin hier. Die Nervenklinik? Wie bin ich denn hier wieder gelandet? Die Kinder schienen so echt. Habe ich sie retten können oder drehe ich jetzt total durch? Trägt er Schlappen wie Bärenfüße? Das finde ich nicht so irritierend an dem. Entschuldigung, wie heißen Sie? Du machst wohl Witze, Mann. Ich bin der König. König? Der König von was? Der König des Rock'n'Roll, Mann. Ich bin Elvis. Der Elvis? Aber ich dachte, Sie sind... Sie... Naja, Sie wissen schon. Tot. Oh, das war alles nur ein Gag. Ist mir am Ende alles zu viel geworden. Musste mal eine Pause einlegen. Ja, genau. Pause von was? All dem Ruhm? Ruhm, Drogen, Messen, was auch immer. Brauchte Zeit, mich auszuruhen, auszunüchtern, abzunehmen. Know what I mean? Ja. Na, es scheint, als hätten Sie tatsächlich ein paar Pfund abgespeckt seit dem Konzert in Hawaii. Dank dir. Thank you very much. Also, in Wirklichkeit, was mit Elvis in Wirklichkeit passiert, das sieht man natürlich in Babahotep. Wo kommt denn diese furchtbare Musik her? Ich wünschte, das wüsste ich. Das Kapler ist echt das Letzte. Ja. Wissen Sie was über die anderen Patienten? Das sind keine Patienten. Alles meine Fans, Mann. Und das sag ich dir. Die besten Fans der Welt. Tschüss. Achtet mal, ich glaube, auf den Gargoyle. Fesches Röckchen, Alter. Entschuldigung, wie ist Ihr Name? Skippy! Wo kommt nur diese furchtbare Musik her? Keine Ahnung, Q-Tip. Q-Tip? Ja, deine Wattebinde sieht aus wie die Dinger, die ich mir morgens ins Öhrchen stecke. Wissen Sie etwas über die anderen Patienten? Ist okay. Wissen Sie was über die anderen Patienten? Sehr witzig, Alter. Sehr witzig, Alter. Tschüss. Ist er nicht niedlich? Interessant. Ja. Solange er nicht mehr dazu zu sagen hat, außer interessant, ist alles gut. Die sieht aber traurig aus. Herr Doktor, sind Sie mein Arzt? Sie sind herzlich willkommen, Max. Ich habe bereits ein Team von Top-Wissenschaftlern bei Mercy. Aber ich bin besonders froh, dass Sie mein Angebot angenommen haben, Dr. Lawton. Wir sind also Dr. Max Lawton.